aggressiv, aber viel lauter. Verfluchte! So, und wo heißt das hier überhaupt, wenn noch Kinder da sind? Jetzt mach mal, wenn ich jetzt 14.15 rufe, dann antworten mir bitte mal nur die Kinder. Verfluchte! Kinder, ich hab euch doch gar nicht verstanden hier vorne. Nochmal ganz, ganz, ganz laut. Verfluchte! Jawohl, das hat sich schon viel, viel besser angehört. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Vor an sechs sind Sie bereit, die Kinderkürbisgesellschaft aus Wollmuthausen und die kriegen jetzt den Einmarsch. Laut in das Mikrofon hier rein. So, check. So, jetzt. Welche Punkte? Was? Was haben wir heute? Was? Was haben wir morgen? Deutsch! Siehst du, ihr kennt's ja doch. So, und jetzt können wir ein bisschen tanzen. Jetzt spielen wir für euch den Körnsleiser.
kein geringerer als der liebe Karl August. Und wir haben noch eine Mitteilung zu machen. Macht das, ja, das macht die, die liebe Tante. Wir verteilen euch jetzt mal ein bisschen, so wie wir das abgesprochen haben. Nicht alle nebeneinander, so ein bisschen, dass ihr euch gegenseitig holen müsst. Wir haben nämlich jetzt noch eine Polonaise. Aber bevor wir die Polonaise tanzen, möchten wir auch mal sagen, wer dieses Jahr das Kirmescholzenbar ist, nämlich der Karl August und die Larissa. Gestern Geburtstag, er ist 6 Jahre geworden. Und ich glaube, jetzt kriegt er noch ein Ständchen. Genau. Happy von der letzten Rettung alles, alles Gute noch nachträglich zu deinem 6. Geburtstag. Mhm. Hast du auch den Kuchen mitgebracht? Ja. Ich hab schon gesehen, da drüben hast du hingestellt, gell? Okay? Ja. Da sind nämlich ganz viele Kuchen. Und wer Kuchen Hunger hat, braucht Müller Hügel zu gehen. Wunderbarer Kuchen. Lass den euch schmecken. So. Jetzt schaut wieder nach vorne. Jetzt macht ihr eine kleine Bolognese. Und begleiten wir das Ganze eure Siehst du sie kommen, ganz einfach mit.
viel Spaß gemacht. Okay? Und jetzt haben wir noch ein ganz schönes Lied von der Christina, ein Mitmachlied.